Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, und das am vierten Spieltag der Bundesliga. Der FC trifft auf die Truppe von Eintracht Frankfurt und die sind im Moment Dritter in der Tabelle, während wir Drittletzter sind. Ja, wenn man die Tabelle dreht, stehen wir da, wo Frankfurt steht. Aber bevor wir zu Frankfurt kommen, erst ein paar Worte hierzu. Ihr seht, wir sind nicht im Studio, sondern am Stadion. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir nicht ins Studio dürfen. Wir haben da einen Quarantänefall. So ist es. Bekloppte Zeiten. Ne? Ja, wirklich irre. Und irre ist natürlich auch, dass Eintracht Frankfurt und im Übrigen auch Borussia Mönchengladbach noch vor gar nicht allzu langer Zeit genauso wackelig unterwegs waren, wie wir das heute sind. Also man erinnere sich nur an die launische Diva vom Main. Die sind auch 4-mal abgestiegen und das letzte Mal aufgestiegen 2012 und auch erst seitdem dauerhaft in der ersten Liga. Ja, das einzige Mal, dass es nochmal eng geworden ist, das war die Saison 2015-16. Und wenn der Kovac nicht gekommen wäre, ratet mal, wer die damals dann in den Abgrund gestoßen hätte. Das war die Abrissbirne aus dem Feenland. Unser Armin. Ja. Also wahrscheinlich haben die bei der Eintracht auch nur Vollamateure, die ständig dazwischen quatschen wollen. Immerhin haben die auch einen Vorstand, einen 7-köpfigen Aufsichtsrat, dazu noch den Verwaltungsrat, den Ehrenrat, den Beirat, Revisoren und den Wahlausschuss. Also ganz ehrlich, die haben ja noch mehr Gremien als wir. Da kann man doch überhaupt nicht erfolgreich sein. Nee, komischerweise hat das den Kovac aber überhaupt nicht gestört. Ja, ganz im Gegenteil. Hör mal, als der übernommen hat, ging richtig die Post ab in Frankfurt. Und 2 Jahre später haben die schon den DFB-Pokal geholt. Ja. Und was sagt uns das? Die Gleichung, viele Gremien, wenig Erfolg, die ist einfach nur Quatsch. Ja? Völlig. Der sportliche Erfolg liegt am Ende doch immer in der Verantwortung der sportlichen Leitung. So ist es. Ne? Und bei den Spielern natürlich auch. Und bei den Spielern. Auf dem Platz. Ja. Also vielleicht ist sogar gegen Frankfurt ein Spieler dabei, der das Steuer rumreißt, mit dem überhaupt keiner mehr gerechnet hat. Ich weiß, wen du meinst. Anthony Modest. Jawohl. 8 Tore in einem Spiel. Das musst du erstmal schaffen. Ja gut, gegen Hohenlinden. Ne? Aber wir nehmen natürlich jetzt im Moment jede gute Nachricht. Ja, welche, ja, und ne? Es gibt noch eine gute Nachricht. Und die kommt von Christoph Daum. Der hat nämlich gesagt, der erste FC Köln gibt von der Vereinsführung oben bis zu den Spielern unten kein geschlossenes Bild nach außen ab. Was soll an der Nachricht gut sein, ne? Sie stimmt einfach nicht. Wir haben oben kein Geld. Unten haben wir keine Punkte. Also geschlossener kann man doch gar nicht auftreten. Ja, endlich ziehen wieder alle an einem Strang. Na, großartig. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, steht auf unserem Shirt natürlich wieder, ne? Wieder Zeit für Wunder. Ohne die wird es nämlich nicht gehen. Boah. Nee, absolut nicht. Naja, aber die Frankfurter war ja auch ein Wunder am Ende. Das stimmt. Aber Ezens, Lückscher. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Leider Wunder ohne Zuschauer, ne, fürs Erste. Und wenn es so bleibt, dass wir gar nicht gewinnen können ohne Zuschauer, wird das eine ganz, ganz bittere Saison. Wir hoffen, dass es jetzt bergauf geht. Ja, wir hoffen, dass wir bis 23 Uhr dann auch durch sind mit dem schönen Trinken des Spiels. Dann ist nämlich Zapfenstreich. Genau, richtig. Danke auch nochmal an Frau Reker, aber hat ja auch alles seinen Sinn. Grüßerchen. Mhm.